Sie sind hier, 13. Januar 2019, 8.48 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Leon Dreisaitl verlor mit den Edmonton Oilers Urheberrecht Getty Images. Die Nominierung für das All-Star Game scheint NHL-Star Leon Dreisaitl wenig beflügelt zu haben. Bei der Pleite seiner Oilers bleibt der Deutsche blass. Eishockey-Nationalstürmer Leon Dreisaitl hat im ersten Spiel nach seiner erstmaligen Nominierung für das All-Star Game der NHL einen ernüchternden Auftritt hingelegt. Der Kölner unterlag mit den Edmonton Oilers im Heimspiel gegen die Phoenix Coyotes 2:3 und blieb dabei ohne Scorerpunkt. Nicht einmal einen Torschuss konnte der zuletzt 23-Jährige verbuchen. Die Oilers, bei denen auch Angreifer Tobias Rieder gegen sein Ex-Team zum Einsatz kam, liegen nach der ersten Heimniederlage in diesem Jahr auf Platz 10 unter 15 Teams der Western Conference. Dreisaitl hatte sich bei einer Fanwahl seinen Platz im All-Star-Spiel gesichert und wird am 26. Januar für das Team der Pacific Division in San Jose, Kalifornien auflaufen. Kahan verliert knapp. Nationalspieler Dominik Kahan unterlag mit den Chicago Blackhawks 3:4 nach Verlängerung gegen Stanley Cup-Finalist Vegas Golden Knights. Der Ex-Münchner verbuchte aber mit der Vorlage zum 1:0-Führungstreffer immerhin seinen 17. Scorerpunkt in dieser Saison. Beim 1:2 der New York Islanders im Stadtduell mit den New York Rangers kamen Torhüter Thomas Greiss und Stürmer Tom Kühnhackl nicht zum Einsatz. Die Rangers gewannen im 8. Anlauf erstmals ein Spiel im Barclays Center in Brooklyn, seit 2015 Heimstätte der Islanders. Anzeige, DAZN gratis testen und die NHL live.